Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Wahl des Bundespräsidenten. Zur Stunde kommen die Mitglieder der 17. Bundesversammlung im Paul-Löbe-Haus zusammen. Dort beginnt am Mittag die Abstimmung. Eine Wiederwahl von Frank-Walter Steinmeier gilt wegen der Mehrheitsverhältnisse als sicher. Biden und Putin telefonieren im Russland-Ukraine-Konflikt. Laut US-Regierungskreisen ohne eine grundlegende Veränderung zu erreichen. Demnach rief Biden erneut zur Deeskalation auf, warnte aber auch vor den Folgen eines russischen Angriffs auf die Ukraine. Kreml-Angaben zufolge wies Putin Berichte über einen unmittelbar bevorstehenden Angriff abermals zurück und sprach von Hysterie. Verwirrung um angeblichen U-Boot-Vorfall. Moskau hatte gestern erklärt, ein Schiff der US-Marine in russischen Hoheitsgewässern im Pazifik aufgespürt und vertrieben zu haben. Aus dem US-Militär hieß es nun, diese Behauptungen seien unwahr. Grenze zwischen Kanada und USA weiter dicht. Die Polizei hatte in der Stadt Windsor mit der Auflösung einer Grenzblockade begonnen. Doch Proteste gegen Impfvorschriften und Corona-Maßnahmen gibt es dort noch immer. Dadurch bleibt eine der wichtigsten Transportrouten zwischen Kanada und den USA blockiert. Auswärtsniederlage für die Bayern. Der Bundesliga-Tabellenführer musste sich beim VfL Bochum 2:4 geschlagen geben. Der Aufsteiger überrollte die Bayern geradezu in der ersten Halbzeit. Da fielen alle vier Bochumer Tore. Die beiden Münchner Treffer machte Lewandowski. Das Wetter. Nach Frühnebel viel Sonnenschein und nur wenige Wolken. Kompaktere Wolkenfelder nur ganz im Norden und später auch im Nordwesten. Höchstwerte 5 bis 14 Grad.